Hallo und herzlich willkommen zum Kapitel 3. Wir beschäftigen uns heute mit der Programmiersprache Python. Nochmal zur Erinnerung, diese Vorlesungseinheit ist, ja, ist nicht unbedingt super verpflichtend für alle, die die Vorlesung hören. Wer schon Python programmieren kann oder wer Erfahrung hat mit Python, der oder für den oder diejenigen reicht es wahrscheinlich, wenn er einfach die Folien mal kurz sich anschaut, kurz drüber scrollt. Aber für alle, die bisher wenig oder kaum Programmiererfahrung haben, also insbesondere die zweite Zielgruppe dieser Veranstaltung, den lege ich wirklich sehr ans Herz, diese Vorlesung sehr gewissenhaft zu hören und auch zu bearbeiten. Denn das, was wir hier lernen, das brauchen wir unbedingt für die fortfolgenden Kapitel. Die Vorlesung selber besteht aus drei kurzen Teilen. Zunächst einmal schauen wir uns die Anaconda Toolbox an. Das ist eine Python-Distribution, die im Bereich KI, KI-Programmierung, KI-Entwicklung sehr, sehr, sehr bekannt ist und eigentlich der de facto Standard ist. Dann schauen wir uns an, wie man generell mit Python programmiert. Und dann kommen wir nochmal ganz im Speziellen darauf, welche Besonderheiten es gibt, wenn man denn mit Python im großen Feld der künstlichen Intelligenz Software entwickeln will. Die ganz große Frage ist immer, welche Programmiersprache nutzt man in solchen Veranstaltungen, welches Tool ist das Richtige? Und ich habe Ihnen hier einfach mal als Beispiel mitgebracht, warum ich mich in diesem Kurs jetzt für Python und beispielsweise nicht für C++ oder sogar wie hier links zu sehen für Java entschieden habe. Und ich glaube, es wird hier links auf den ersten Blick schon relativ deutlich. Python ist eine Skriptsprache, die wurde spezifisch dafür entwickelt, schnell programmieren zu lernen, schnell Dinge zu skripten und entwickeln zu können. Sie hat super viele Anwendungsfelder, sei es KI-Entwicklung, Web-Entwicklung, Data Science. Und sie hat eine sehr, sehr große Community, die da dahinter steht. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, werden Sie bei Google Stack Overflow höchstwahrscheinlich fündig. Sie werden nicht der Erste sein, der dieses Problem hat. Ja, und das ist der Grund, warum ich mich für Python entschieden habe. Es gibt Programmiersprachen wie Java, die sehr, sehr, sehr geschwätzig sind, umfangreich sind, sehr viel Show machen und auch einfach Sprachen wie Python, die relativ straightforward sind und genau für diesen Zweck, was wir hier tun, KI-Module, KI-Systeme, KI-Modelle zu bauen. Und dafür ist eben Python die Sprache der Wahl. Es gibt so, wie es immer so ist bei Tools, auch, ich sage jetzt mal nicht religiöse Gruppen, aber Gruppen, die sehr überzeugt davon sind, dass das Tool, was sie nutzen, das einzig wahre ist. Und es gibt nicht nur oft ein Battle zwischen Programmiersprachen, sondern bei Python tatsächlich auch innerhalb von Programmiersprachen. Und es war so, dass die Python-Entwickler zwischen Python 2 und Python 3 eine sehr maßgebliche Änderung bei Python vorgenommen haben, sodass, was für Programmiersprachen eher ungewöhnlich ist, es keine unbedingt so große Kompatibilität mehr gab zwischen Python 2 und 3. Mal, also grundlegende Änderungen hört sich so schwer an, also es wurde einfach ein bisschen, was die Sprache angeht, auch mehr Konsistenz in der Schreibweise eingeführt. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel, ja, also Python 2 war das eine legitime Aussage, bei Python 3 müssen Sie jetzt hier Klammern drum setzen. Ja, und gab hier jetzt noch ein paar andere Änderungen. Ich will jetzt hier keine Einführung in die Geschichte von Python geben. Ich möchte Ihnen einfach nur sagen, gerade im Feld KI, wo Python einfach ein Standard ist, hat das zu sehr viel Verwerfung geführt. Und Sie werden selbst heute noch Menschen finden, die sich weigern, Python 3 zu nutzen. Und es gab auch lange Zeit viele Bibliotheken und Module und Dinge, die dann nur in Python 2 verfügbar waren, weil dieser der Owner von dem Produkt oder der Entwickler der Meinung war, Python 3 wäre Bullshit und man ist jetzt grundsätzlich mal wütend, dass es hier diese Kompatibilität nicht mehr gibt und aus Protest macht man jetzt halt in Python 2 weiter.
Ja, das ist, hat teilweise ziemlich irre Züge an sich genommen. Also wir arbeiten mit Python 3. Wundern Sie sich aber nicht, wenn Sie bei dem einen oder anderen Tutorial bei YouTube, wenn Sie dann jetzt nach der Vorlesung weitermachen, hier harsche Argumente für Python 2 finden. Ich bin der Meinung, wir können jetzt die Zeit nicht anhalten und es macht definitiv Sinn, hier Python 3 zu nutzen, weil das einfach die Zukunft ist. Ja. Wenn Sie der anderer Meinung sind, dann können Sie mir das auch gerne mitteilen. Ich halte das hier einfach jetzt für die richtige Wahl. Daher meine Entscheidung. Und deswegen bitte, bitte installieren Sie sich dann auch Python 3 und nicht Python 2. Was ist jetzt Python? Wir haben gesehen, im Vergleich zu JavaScript, das ist eine recht kompakte, zu Java ist es eine recht kompakte Sprache. Sie wurde dafür entwickelt, für Menschen, die das erste Mal programmieren oder die programmieren lernen. Es ist mittlerweile die Standardsprache weltweit, wenn Sie Informatik studieren und Vorlesungen wie Algorithmik hören. Das ist in den meisten Fällen in Python. Aber auch Data Science und Machine Learning Vorlesungen sind üblicherweise in Python. Softwareentwicklung, Software Engineering wird Ihnen aber dann beispielsweise Java über den Weg laufen bei Embedded Systems, C und bei Webentwicklung JavaScript. Also jede Sprache hat ihren Anwendungsfall und unser Anwendungsfall ist eben künstliche Intelligenz und deswegen ist die Wahl auf Python gefallen. Worum handelt es sich? Python ist eine imperative Programmiersprache, die aber noch weitere Programmierparadigmen in sich vereint. Was das genau bedeutet, das werden wir in den Übungen vor allem dann ausprobieren. Sie können mit Python objektorientiert programmieren, Sie können aber auch funktional programmieren, das sei Ihnen dann überlassen. Python hat sehr viele Elemente aus anderen Sprachen, die Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, wenn Sie schon Erfahrung gesammelt haben mit anderen Sprachen. Die Besonderheit von Python ist aber, dass es sich um eine interpretierte Sprache handelt. Das bedeutet, im Unterschied zu was weiß ich, C++ oder C oder Java oder C-Sharp und was es da alles gibt, ist es bei Python so, dass es kein, erstmal hohe Flughöhe, kein Python-Compiler in dem Sinne gibt. Das heißt, wir müssen unseren Code nicht kompilieren, sondern wir können also wir schreiben unseren Python-Quelltext und Python kümmert sich dann selber darum, dass daraus ein Kompilat wird, der sogenannte Python-Bytecode, und der wird dann von dem Python-Interpreter ausgeführt. Das hat den Vorteil, dass wir zu Laufzeit direkt sozusagen, jetzt mal für Anfänger gesprochen, ist das ganz praktisch, immer schauen können, welche Werte unsere Variablen haben. Ja, also unser Programm ist sozusagen immer live, können wir da reinschauen, was da gerade der Zustand ist. Ein weiteres Konzept, was Python aber beispielsweise mit Java gemeinsam hat, ist, dass es auch plattformunabhängig ist. Also Java wirbt ja immer damit, compile once, runs everywhere. Also tun Sie das einmal kompilieren und dann läuft das überall auf der Welt, egal ob auf Ihrer Kaffeemaschine oder auf Ihrem Handy oder auf Ihrem PC. Und Python ist tatsächlich auch so, dass es eine sehr starke Plattformunabhängigkeit hat. Das heißt, ein Python-Programm ist auf allen Betriebssystemen, die Python unterstützen, unmodifiziert lauffähig. Ja, das heißt, wenn Sie einen Python-Interpreter auf Ihrem Taschenrechner haben, dann können Sie das gleiche Python-Programm laufen lassen wie auf Ihrem Computer. Es ist auch natürlich unabhängig von den großen Desktop-Betriebssystemen wie Linux, Windows und natürlich macOS. Und es hat sehr, sehr viele Standard-Libraries, die dann eben genutzt werden können. Also es gibt eine super große Auswahl an Modulen und Funktionen, die Sie nicht selber schreiben müssen, die Sie direkt nutzen können in Ihrem Programm. Genau, wie funktioniert das grundsätzlich? Also Sie schreiben Ihren Python-Code, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, wie der funktioniert. Dann wird der von dem Python-Interpreter interpretiert. Es kann sein, dass Sie dann noch andere Programme oder Module nutzen wollen, die eventuell sogar in einer anderen Programmiersprache geschrieben sind. Das geht dann über die Python-API. Und das Ganze wird dann von Ihrem Betriebssystem oder auf Ihrem Betriebssystem aufgeführt, das dann wiederum ganz klassisch, wie es überall ist, mit Ihren Hardware-Komponenten interagiert.
Wie wird in Python Code geschrieben? Ist ein bisschen anders oder ungewöhnlicher, als Sie es vielleicht aus Java oder aus C++ oder aus anderen Vorlesungen kennen. Python arbeitet mit dem sogenannten Whitespace-Formatting. Das bedeutet, wir haben keine Klammern, also wie es in anderen Programmiersprachen ist. Ja, dann hätten Sie hier Function, Klammer, Klammer, ja, und dazwischen käme hier Code, sondern entsprechende Code-Strukturierungen werden durch die vier klassischen Whitespaces, sind es bei Python oder einen Tab, ja, ausgezeichnet. Also dann weiß der Python-Interpreter, okay, hier beginnt jetzt meine Funktion oder hier beginnt jetzt meine Klammer. Diese Programmierblöcke können auch tiefer gehen. Das heißt, wenn Sie einen Block weiter einrücken wollen, also eine zweite Ebene aufmachen, dann sind das eben 2 mal 4 Leerzeichen und so weiter. Kommentare können Sie in Python entweder durch die Raute oder mehrzeilige Kommentare durch die drei Apostrophe machen. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Zeilen Code in eine Zeile zu packen. Dann wird das Ganze durch ein Semikolon getrennt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das tun werden, die ist relativ gering. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle möchten Sie das nutzen. Und dann hier der Hinweis, wie das geht. Die Idee von diesem Whitespace-Formatting, wir haben gesagt, Python wurde explizit dafür gebaut, um Menschen Programmieren beizubringen, ihnen relativ leicht die Hürde zu nehmen, Programmcode zu schreiben. Die Idee ist, durch dieses Whitespace-Formatting konnte auch gezeigt werden durch Studien, ist Code sofort auch für Laien sehr viel lesbarer, als wenn man beispielsweise mit Klammern arbeitet. Das heißt, die werden quasi gezwungen, übersichtlichen Code zu schreiben. Von Python, Sie können sich jetzt natürlich Python direkt installieren, was man normalerweise macht oder was üblich ist im Data Science-Bereich, im KI-Bereich, dass man mit einer speziellen Python-Distribution arbeitet, Anaconda. Anaconda hat einen coolen Paketmanager, erlaubt Ihnen, Ihre Environments besser zu organisieren. Was das alles genau ist und was da dahinter steckt, kommen wir noch drauf zu sprechen. Und daher hat sich Anaconda im Unternehmenskontext weltweit eigentlich als der de facto Standard etabliert. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte in der Vorlesung Ihnen ja auch schon Sie praktisch befähigen, dass Sie danach theoretisch in der Praxis arbeiten könnten im Bereich KI. Deswegen nutzen wir jetzt hier Anaconda, weil das eben in der Praxis viel eingesetzt wird. Wenn Sie aber Linux-Nutzer sind oder was auch immer, Sie können sich auch Python einfach direkt installieren. Sie brauchen Anaconda nicht installieren, keinen Paketmanager von Anaconda nehmen. Sie brauchen halt einen Paketmanager, um Pakete zu installieren. Dann nehmen Sie halt irgendeinen anderen. Ja? Aber für jemanden, der jetzt neu ist bei Python und der das jetzt mal vernünftig alles lernen will, from scratch, dem schlage ich vor, er macht es sich möglichst einfach, holt sich Anaconda als Distribution, denn die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass die ihm später im Leben noch an der ein oder anderen Stelle begegnen wird. Anaconda ist für Mac OS, Linux und Windows verfügbar. Gehen Sie hier auf die Webseite und laden Sie sich die Anaconda-Distribution runter, installieren Sie das Ganze und dann sind Sie startklar als AI-Developer. Wenn Sie dann das gemacht haben, können Sie es im besten Fall vielleicht auch kurz das Video anhalten und es direkt mal schon runterladen und installieren. Dann würden wir es weitermachen, uns mal die verschiedenen Komponenten von Anaconda anschauen. Das Standard-Tool von Anaconda ist der Anaconda Navigator. Der müsste auch automatisch starten, wenn Sie Anaconda installiert haben. Wenn nicht, dann schauen Sie in Ihren installierten Programmen und starten Sie den Anaconda Navigator und dann kriegen Sie eine direkte, ja, Übersicht über die ganzen Tools, die da jetzt mitkommen, über die verschiedenen Möglichkeiten, Environments zu und Pakete zu verwalten, Lernmaterialien und die ein oder anderen spannenden weiteren Einstellungen im Kontext von Python. Was ich Sie dann jetzt bitten würde, Sie haben jetzt Anaconda runtergeladen und installiert, dass wir uns jetzt hier die Spider-IDE mal als erstes anschauen. Und da würde ich auch eine kurze Live-Demo machen, um Ihnen das Ganze mal ein bisschen dann in echt zu zeigen, wie das funktioniert und wie das aussieht. Also starten Sie die Spider-IDE und dann schauen wir uns das Ganze mal live an. So, irgendwie
Was in die Richtung müssten Sie es sehen, wenn Sie den Anaconda Navigator aufrufen, wenn Sie Anaconda installiert haben? Und mit dem Anaconda Navigator können Sie jetzt auf die verschiedenen Tools zugreifen, Ihre Pakete managen, die installieren und so weiter. Die Landingpage von dem Anaconda Navigator zeigt Ihnen hier eine Übersicht über gängige Python-Python AI Tools oder generell AI Tools, die im Rahmen von dem Anaconda Navigator bereitgestellt werden. Das heißt, wenn Sie sich jetzt beispielsweise, wenn Sie sagen hier, Sie wollen in R programmieren, dann können Sie hier einfach auf Install drücken und dann besorgt Ihnen der Anaconda Navigator hier die entsprechende RStudio-Version. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich würde gerne mit PyCharm programmieren, gehen Sie hier auf Install und das Ganze wird Ihnen installiert. Es sind hier schon ein paar standardmäßig mit vorinstalliert, beispielsweise PowerShell Prompt oder die Command-Exe Prompt, also je nachdem, ob Sie Python in der PowerShell oder im normalen Terminal aufrufen wollen. Wir haben Notebook, Jupyter Notebook und Jupyter Lab, zwei sehr coole Tools, die wir uns im Rahmen der Veranstaltung noch anschauen. Visual Studio Code, meine favorierte IDE zurzeit, wenn es um Softwareentwicklung geht. Und natürlich Spider. Spider ist, sagen wir mal, eine sehr gute IDE, um mit dem Thema Python zu starten. Und wir werden, sage ich mal, unsere ersten Gehversuche, Python-Skripte zu schreiben, Daten zu analysieren, Daten aufzubereiten, um AI-Modelle zu bauen, werden wir mit Spider machen, uns dann aber auch noch die ein oder andere IDE anschauen. Wenn Sie jetzt hier auf Launch drücken, dann dauert es einen Moment und Spider müsste sich öffnen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich habe jetzt hier den Dark Mode aktiviert. Sie können es natürlich auch normal anschauen. Und jetzt würde ich gerne ein paar Worte dazu verlieren, was man jetzt hier sieht und wie man das Ganze nutzt. Also, wir haben hier auf der linken Seite haben wir einen Texteditor und der ist dazu da, Python-Code zu schreiben. Ja, wir können jetzt hier beispielsweise schreiben, Python ist cool. Und das ist jetzt unser ganzes Skript und können das dann direkt ausführen. Zeige ich gleich, wie es geht, nämlich hier auf dem grünen Play-Button. Dann haben wir hier unten haben wir die Konsole. Das ist der interaktive Python-Modus. Also alle Skripte, die Sie hier schreiben, werden dann an den Python-Interpreter übergeben. Und um zu sehen, was der Python-Interpreter bekommt, kann man das hier im interaktiven Modus nachverfolgen, beziehungsweise kann auch Variablen überschreiben. Und welche Variablen wir haben, das sehen wir hier oben, das ist der Variablen-Explorer. Der zeigt uns an in unserer aktuellen Python-Session, welche Variablen denn da sind. Und schauen wir uns jetzt einfach mal live an, wenn wir hier auf Play drücken. Dann gehen wir auf Run und dann wird das ganze File ausgeführt, Run File. Und dann taucht hier oben Python als Variable auf. Ja? Und diese Python-Variable können wir jetzt auch direkt über den interaktiven Modus überschreiben. Und dann sehen wir hier, ist sie auf einmal super cool. Ja, also das ist eine sehr schöne Art, um mit Daten zu arbeiten und Spider ist optimal, gerade wenn man vielleicht in der Uni bleibt, forscht, was mit KI macht, mit KI-Modellen, Agenten. Da ist das eigentlich ein ganz nettes Tool, auch um Experimentaldaten auszuwerten und so weiter. Was noch eine wichtige Besonderheit bei der Spider IDE, wenn man die benutzen will, wenn man Data Science machen will mit der, das geht natürlich auch, oder Analytics, ja, Statistik, tief in Daten kriechen, dann hat man hier die Möglichkeit, auf View zu gehen und hat hier bei Windows Layout die Möglichkeit, die Spider IDE so umzustellen, dass sie aussieht wie andere bekannte, sagen wir mal, Analytics-Tools. Das ist zum einen MATLAB und zum anderen RStudio. Ja, also wenn Sie jetzt von der R-Welt kommen, dann wollen Sie vielleicht, dass das aussieht wie RStudio, dann drücken Sie da drauf, zack, dann haben Sie hier gewohnt Ihre Oberfläche. Oder wenn Sie sich entscheiden, okay, Sie sind eher, was weiß ich, kommen aus der Ingenieurswelt, Regelungstechnikwelt, Elektrotechnikwelt, Maschinenbauwelt, dann sind Sie wahrscheinlich das MATLAB-Layout gewohnt.
Ja, also können Sie beliebig hin und her springen. Wichtiger Punkt sind auch Projekte. Sie können Ihre Python-Projekte hierüber managen und auch neue Projekte anlegen. Das hat den Vorteil, dass Sie dann problemlos zwischen Ihren Projekten hin und her wechseln können, alles über diese Ordner dann hier über Files organisiert wird und Sie einfach alles an Ort und Stelle haben. Ja, also eine super coole IDE, mit der man auf jeden Fall arbeiten kann und mit der sich arbeiten lässt. Und das ist genau unsere Möglichkeit, Python zu nutzen. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück in den Navigator, weil es gibt noch eine andere Möglichkeit und das ist mit Hilfe der Shell zu arbeiten. Und wenn wir die starten, dann öffnet sich das Command-Fenster, wie wir es kennen, und da können wir jetzt hier einfach Python eingeben. Und dann haben wir den interaktiven Modus, den wir in der Spider IDE hier haben. Ja, also diese Konsole entspricht diesem Terminal hier. Und auch hier können wir jetzt wieder, was weiß ich, es sind nicht nur Python, sondern auch diese Vorlesung ist cool. Können wir das auch hier eingeben. Und ja, sehr cool. Ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr cool. Jetzt kennen Sie mal die zwei wichtigsten Möglichkeiten, Python-Code laufen zu lassen. Und wir schauen uns jetzt in der Vorlesung weiter an, wie das Ganze mit Python funktioniert. Also nochmal zur Wiederholung, was haben wir gesehen? Die Spider IDE ist eine Entwicklungsumgebung für Python, insbesondere ja, um Python-Skripte zu schreiben, vielleicht jetzt nicht ganz große, komplexe Python-Anwendungen, eher um mit Python Data Science zu machen, Daten zu analysieren, einfache KI-Modelle zu bauen, Machine Learning-Modelle zu bauen. Und die besteht aus drei Bereichen. Dann haben wir hier links den Bereich, wo wir unsere Python-Skripte haben. Wir haben rechts den Variablen-Manager, wo dann die Werte unserer Python-Variablen oder unsere Python-Variablen selbst zu sehen sind. Und hier unten die sogenannte Python-Konsole, die der Python-Prompt direkt entspricht. Das heißt, der Code, den wir hier schreiben, der wird hier reinkopiert und ausgeführt in Python. Und dadurch haben wir auch dann immer die Möglichkeit zu sehen, wo es vielleicht schiefgelaufen ist, beziehungsweise die Variablen, die hier erzeugt werden, können wir uns dann hier im Variablen-Manager anschauen und in dem Python-Skript dann direkt verwenden. Eine Besonderheit von Anaconda ist, dass man sogenannte Projekte anlegen kann. Ich würde Ihnen sehr stark empfehlen, mit Projekten zu arbeiten. Die sind super hilfreich, um Code und Themen zu managen, zu aktualisieren. Das ist im Grunde, können Sie sich so vorstellen, wie ein Ordner, der auf Ihrem PC liegt und in diesem Ordner organisiert dann Spider für Sie alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Ja, das heißt, Sie werden dann, wenn Sie ein neues Projekt anlegen, irgendwo auf Ihrem Rechner, hier sieht man es, habe ich einen Ubuntu-Screenshot von meinem Laptop gemacht. Das sehen Sie hier, wo dieser Ordner, da liegt dann ein Ordner und in diesem Ordner sind dann Ihre ganzen Skripte, die Sie dann öffnen, schließen, bearbeiten und löschen können. Diese Projekte können Sie dann in Python direkt, in Spider direkt öffnen und schließen, und wenn Sie mehr an mehreren Programmierprojekten arbeiten, ist das halt super praktisch, weil dann wechseln Sie einfach zwischen den Projekten und haben alles, was Sie brauchen, und ist alles startklar sozusagen. Startet man den Python-Interpreter ohne Argumente, gelangt man in den sogenannten Python-interaktiven Modus. Das ist das, was wir hier unten bei der Spider-IDE im Eck gesehen haben, beziehungsweise wenn wir die Anaconda PowerShell starten, die PowerShell-Prompt und Python eingeben, dann gelangen wir auch in dieser Python-Umgebung, im Python-interaktiven Modus. In diesem Python-Modus können wir dann direkt unsere Python-Kommandos an den Python-Interpreter weitergeben. Das heißt, wir müssen kein Skript irgendwie anlegen und speichern oder so, sondern können direkt sagen, Python, mach mal. Der Modus ist vor allem spannend, wenn man mal schnell was ausprobieren will, mal schnell was testen will. Aber richtige Programme würde ich immer empfehlen, oder ist auch üblich, dass man die in Skripte schreibt und die Skripte dann über die IDE in den Python, an den Python-Interpreter übergibt. Genau.
Jetzt möchte ich Sie auffordern, völlig egal, ob Sie sich für den interaktiven Modus über den Python Prompt oder über eine IDE Ihrer Wahl, wie zum Beispiel die Spider IDE, entscheiden, geben Sie einfach mal eine Zahl dort ein. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie hier unten, nimmt der Python-Interpreter die Zahl und gibt die Ihnen zurück. Okay, das war jetzt nicht so fancy, aber wir können jetzt tatsächlich sehr spannende Dinge machen, wie zum Beispiel können wir natürlich auch arithmetische Operationen mit diesen Zahlen machen. Wir können also Python als kleinen Taschenrechner nutzen, wenn Sie so wollen. Also wenn Sie hier im interaktiven Modus 1 plus 2 eingeben, dann rechnet Python Ihnen 3 aus. Sie können subtrahieren, Sie können dividieren, Sie können eigentlich die ganzen klassischen arithmetischen Operationen machen, die es so gibt. Ganz, ganz wichtig, in Python wird das nicht über das Dach gemacht, der Exponent, sondern also kein Dach benutzen, sondern über die doppelten Sterne. Das ist so eine kleine Besonderheit, die oft falsch gemacht wird. Sie können jetzt nicht natürlich nur einfach Zahlen addieren. Ich meine, das ist nicht das Ziel der Veranstaltung, sondern ist klar, können natürlich auch Variablen anlegen. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie wir in Python diese Variablen anlegen können, wie die zur Laufzeit verwaltet werden und welche Besonderheiten das Ganze hat. Zunächst einmal, was sind Variablen? Variablen sind, können Sie sich so vorstellen, eine Art Platzhalter für Werte. Das können Zahlen sein, Listen oder irgendeine andere Datenstruktur. Und in der Programmierung, wenn Sie es Informatik studieren würden und ganz klassisch Algorithmik hören würden oder Betriebssysteme, dann würde man diese Variablen auch Speicherstelle nennen, was ein bisschen korrekterer Begriff vielleicht dafür ist. Weil Variablen einfach nur den Zweck haben, Werte zu speichern. Wie Sie wissen, werden Variablen üblicherweise, wie in eigentlich fast allen Programmiersprachen, durch ein Ist-Gleich zugeordnet. Es gibt noch andere Sprachen, wie zum Beispiel R, da geschieht das mit einem Pfeil, aber nur als Exkurs jetzt. Und auf der linken Seite steht dann der Name Ihrer Variable und auf der rechten Seite steht der Wert, den Sie diese Variable zuweisen. Sie können dann später auf diesen Wert zugreifen, indem Sie den Variablennamen schreiben und dann eine entsprechende Operation, oder die können Sie auch weglassen, aber wenn Sie dann den Variablennamen schreiben, dann wird Ihnen eben der Wert wieder zurückgegeben, können den verwenden. Wir können aber, wie gesagt, auch, oder was wir vorher gemacht haben, ist, dass wir den Wert direkt verwendet haben, also die Instanz des Wertes. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal zur Laufzeit an. Was hier jetzt eigentlich passiert. Also wir haben gesagt, wir können Werte Variablennamen zuordnen, indem wir einen Variablennamen nehmen und dann mit dem Ist-Gleich einen Wert zuweisen. Das Ganze nennt man Referenz. Und erst durch Referenzen sind wir in der Lage, wirklich komplexe Python-Programme zu schreiben. Das heißt, wir können mit verschiedenen Instanzen, also das sind Ausprägungen von diesen Werten, arbeiten. Und die einfachste Form einer Referenz ist, habe ich Ihnen mal hier hingeschrieben, das ist hier zu sehen. Ja, also wir schreiben einfach nur Name der Variablen, das ist unsere Referenz, ist gleich und dann den Wert. Das heißt, wir haben einen symbolischen Namen und wir haben einen zugeordneten Wert. Und das geschieht mit diesem Zuweisungsoperator, dem ist gleich. Wenn ich jetzt ein weiteres Mal auf diesen Wert verweisen möchte, auf die 42, dann kann ich schreiben, Referenz 2 ist gleich Referenz 1 und dann zeigen beide Referenzen auf den Wert, der bei uns im Speicher liegt, nämlich auf die 42. Warum ist es denn wichtig, dass Python das so macht und nicht anders? Weil es natürlich auch anders gemacht werden kann. Warum das ein bisschen unintuitiv ist, hier ein Beispiel. Also, wir nehmen mal an, wir haben die Referenz 1 und die ist 42. Dann weisen wir, wie gerade, die Referenz 2 auf die Referenz 1 und dadurch ist dann die Referenz 1 42, zeigt auf die Stelle im Speicher, wo die 42 liegt und die Referenz 2 zeigt auf die Stelle, wo die 42 liegt. Wenn wir jetzt aber in unserem Code aufgrund einer Funktion oder irgendwelchen anderen Geschehnissen diese Referenz neu belegen, nämlich ihr den Wert 1.000.000 zuweisen, dann zeigt die Referenz auf den Wert 1.000.000, unsere Referenz 2 dagegen immer noch auf den Wert 42 und nicht auf den neuen Wert 1.000.000. Und genau das sorgt bei vielen Programmieranfängern
so ein bisschen für Probleme. Also bitte, bitte merken, Referenzen ungleich Wert. Und wenn Sie einen Wert oder wenn Sie ein Wert updaten wollen, dann ist es besser, nicht hier mit einer Referenz auf eine Referenz zu zeigen, sondern dann direkt auf den Wert. Genau, hier ist nochmal als Übersicht, was da technisch so passiert bei Python, und dann sind wir auch schon durch mit dem, sagen wir mal, theoretischen Teil. Und dann zeige ich Ihnen, wie man ein Python-Programm erstellt, ausführt und was das so gibt. Also jede Instanz in Python umfasst drei Merkmale. Das ist zum einen ein Datentyp. In unserem Fall war es die Zahl 42, die ist natürlich ein Integer, ist eine Ganzzahl. Ein Wert, die Zahl 42. Und eine Identität. Und das ist hier sozusagen die Adresse, wo wir diesen Wert im Speicher finden. Und wenn wir jetzt einen Variablennamen anlegen, eine sogenannte Referenz, dann zeigt References, also zeigt dieser Variablenname auf unsere Python-Instanz oder in unser Python-Objekt. Und ganz, ganz wichtig ist, dieser Schlüssel hier, der ändert sich nie. Das heißt, wenn Sie diesen Schlüssel kennen, können Sie auch immer wieder auf den entsprechenden Wert verweisen. Wie können wir das Python-Programme schreiben? Das macht man normalerweise über sogenannte Skripte. Haben wir ja vorher schon gesagt, wollen ja jetzt nicht immer alles händisch eingeben, sondern schreiben das einmal in einer Art Textdatei und dann speichern Sie die ab und dann kann die immer und wieder ausgeführt werden. Und das geschieht, indem Sie die in ein sogenanntes Python-File packen. Das ist nichts anderes als eine Textdatei, die auf PY für Python aufhört. Und wenn Sie so ein Python-Skript geschrieben haben, dann können Sie das ganz leicht von der Konsole direkt ausführen, also Ihr Programm sozusagen starten, indem Sie einfach schreiben Python Pfad zu Ihrer Datei, Name der Datei .py. Und was dann abläuft ist, Ihr Python-Programm, das Sie, was weiß ich, in Visual Studio Code geschrieben haben, wird an den Python Compiler übergeben, der daraus dann Python Bytecode macht, und dieser Python Bytecode wird vom Python Interpreter interpretiert und genutzt. Das ist im Grunde dann dieses Terminal, diese Konsole, die wir vorher gesehen haben. Ja, also so wie im interaktiven Modus können Sie sich das dann ungefähr vorstellen. Also Ihr Code, Ihre Codezeilen werden dann praktisch hier in einem Art interaktiven Modus ausgeführt. Eine kleine Besonderheit ist noch, wenn Sie mit Mac OS oder Linux arbeiten, dass Sie diese sogenannte Shebang brauchen. Das ist dieses Symbol hier. Das ist einfach eine kleine Zeile, die Sie zu Beginn Ihres Python-Codes immer schreiben müssen, damit Ihr Betriebssystem erkennt, dass es sich um Python handelt. Also wir wissen ja, dass Windows immer schaut, wie ist die Dateiendung von der Datei, und entscheidet dann, okay, das endet es auf PNG, also ist eine Bilddatei, oder auf MP3, dann ist es eine Musikdatei. Es endet auf PY, also ist eine Python-Datei. Bei Linux zum Beispiel ist es nicht so. Deswegen müssen wir diese sogenannte Shebang davor packen, und dann funktioniert Ihr Python-Code auch auf macOS, Linux und sonstigen Unix-basierten Betriebssystemen. So, viele Worte, jetzt sind Sie dran. Ich hoffe, Sie haben Spider mittlerweile stadtklar gemacht bei sich. Und ich möchte es bitten, entweder in Spider oder in der Anaconda Prompt, also egal wie Sie in den Python interaktiven Modus wechseln, dass Sie da diese folgende Aufgabe lösen. Und zwar gibt es eine sogenannte Input-Funktion, die erlaubt es, Input vom User aufzunehmen und direkt in dem Programm weiterzuverarbeiten. Darum geht es. Also nehmen Sie hier User-Input auf, speichern Sie das in einer neuen Variable und machen dann irgendwas damit. Also hier vergleichen Sie das Alter mit Methusalem und geben sich dann das Ergebnis aus. Ja, also so eine ganz straightforward kleine Aufgabe, und da lernen Sie eigentlich schon alles, was Sie brauchen in so klassischen Programmen. Nutzer-Input und Nutzer-Output und Verarbeitung von dem Input. Wenn es Ihnen jetzt zu schwer ist an der Stelle, kein Thema, also wenn Sie es nicht gleich hinbekommen,
Ich zeige Ihnen auch gleich die Lösung dieser Aufgabe. Das mache ich normalerweise eher nicht so bei den Classroom Tasks, weil ich die eben in Zusammenarbeit mit Ihnen lösen möchte und weil der ein oder andere dann vielleicht auch eine Klausuraufgabe ist und sich es dann nicht ganz zu leicht machen will. Aber hier gibt es jetzt die Ausnahme. Ich zeige Ihnen gleich die Musterlösung. Aber bitte, bitte probieren Sie es lieber erstmal selber aus und erst wenn Sie eine Lösung haben, völlig egal, ob es tut oder nicht, dann schauen Sie sich die Musterlösung an, die ich Ihnen jetzt gleich zeige. So, es gibt einmal die Möglichkeit, das eben in dem interaktiven Modus über die Anaconda Prompt zu machen. Da habe ich Ihnen hier die Lösung gepackt. Also wir legen uns einmal die Variable Methusalem an, einmal die Variable Your Age. Kriegen die dann über den User Input und geben uns dann das Ganze als String aus. Wenn Sie das Ganze über Anaconda machen, dann schreiben Sie das Ganze hier als Code in ein Skript, drücken dann den grünen Play-Button und unten in der Konsole können Sie dann das Programm nutzen. Genau, also herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr erstes Python-Programm geschrieben, sogar gar nicht so trivial, also ein bisschen abgefahrener als das übliche Hello World. Und wem das jetzt für einen Moment noch zu schnell oder zu kompliziert war, keine Panik. Wir werden noch sehr viel Zeit haben, das alles zu üben, uns genau anzuschauen und sehen uns jetzt gleich im Kapitel 3.2 wieder, wo wir jetzt wirklich ganz vernünftig lernen wollen, wie man mit Python programmiert. Bis dahin.